das sind Werte wie Demokratie, das sind Werte wie, ja, wie unsere Umwelt zu erhalten und weiterzudenken, sich einzumischen in aktuelles Geschehen. Und das finde ich unglaublich wichtig, vor allem, weil ich einen Studiengang habe, der sich ja nicht explizit damit beschäftigt. Ich habe ja keinen gesellschaftspolitischen Studiengang. Aber gerade weil das so ist, finde ich es ganz wichtig, mich trotzdem mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie einfach jeden angehen. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit dafür. Den Leistungsgedanken mit Chancengerechtigkeit. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen im Fokus. Alle können sich bewerben, aber wir möchten auch alle einladen, die vielleicht erstmal denken, da passe ich gar nicht hin in diese Begabtenförderung. Doch, alle passen in diese Begabtenförderung. Chancengerechtigkeit bedeutet, dass jeder Mensch unabhängig von seiner finanziellen, familiären Situation, seinem ethnischen Hintergrund, seiner Geschlechteridentifikation, seiner Sexualität oder anderen Einflüssen dieselben Möglichkeiten und dieselben quasi Wege haben sollte wie jeder andere. Und dadurch auch, dass die Heinrich-Böll-Stiftung gezielt sagt, hey, mit einem Migrationshintergrund als Frau von der Fachhochschule bist du interessant für uns. Und da quasi wie so ein Upgrade verschafft, indem man das einfach mal kommuniziert und ganz klar ausspricht, also fühle ich mich einfach total chancengleichberechtigt. Wichtig, Nachhaltigkeit zu schaffen, im Sinne von auch meinem eigenen Engagement. Das hat auch viel mit persönlichen Gründen zu tun, gerade aus dem Kontext, dass ich aus einem familiären Hintergrund komme, der viel mit Arbeiterfamilien zu tun hat und meine Eltern aufgrund ihrer eigenen Bildung sehr wenig Möglichkeit hatten, entsprechend sich auch zu bilden und auch bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte zu fokussieren. Und für mich das ganz wichtig ist auch quasi das, was ich lerne, auch an andere heranzutragen. Also auf jeden Fall, man ist auf jeden Fall in der Minderheit. Was merkt man in den Vorlesungen? Das merkt man vor allem, wenn man in die höheren akademischen Grade kommt. Also soweit ich weiß, gibt es bei mir an der Uni nicht eine weibliche Professur in Physik. Ich glaube auch deutschlandweit sind so 20, wenn es hochkommt, die weiblich besetzt sind. Also das ist schon sehr stark so, aber ich arbeite daran, dass es anders wird. Die besten Diskussionen sind, wo man auch das Gefühl hat, man wird angehört, egal welche Meinung man hat. Und dann, es geht nicht darum, unbedingt eine gleiche Meinung am Ende zu haben, sondern dass der Austausch zählt. Es ist nicht alles Elite. Also es geht nicht darum, dass man einfach die tollsten Noten haben muss. Da sind andere Kriterien sogar. Also natürlich kommt es auch, es ist auch eine Leistungsförderung, ganz klar. Aber ich glaube, wenn man den Willen hat, was zu leisten, ist das zum einen möglich. Und zum anderen spielen ja noch ganz andere Faktoren, wie eben zum Beispiel die Werte der Stiftung eine Rolle. Und wenn man dahinter steht, glaube ich, dann hat man auch eine Chance, hier aufgenommen zu werden. Und dann sollte man es auf jeden Fall versuchen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch jetzt nach dieser Einführungsgeschichte hier, ist mein Horizont, der wird einfach größer und größer und größer. Der wächst ungemein. Also sprich von der Schülerin, die sich irgendwie da durchboxt in der Schule und versucht, einen Weg zu finden, aber immer nur gesagt kriegt, Entschuldigung, aber geh doch einfach auf die Hauptschule, hin zur
Studentin, die an der FH ist und einfach total stolz ist, dass sie studieren darf, die erste in der Familie, das thematisiert wird, hin zu Perspektiven, wie zu sagen, auch in einem sehr praxisorientierten Studiengang wie soziale Arbeit, möchte ich aber Größeres, ich möchte vielleicht in die Forschung gehen, was einfach auch an der FH nicht so die große Kultur ist, ja, und auch in dem Studiengang soziale Arbeit, alle arbeiten darauf hin, direkt in die Praxis zu gehen, ganz nah in die Berufe zu lernen und einfach zu sagen, okay, ich möchte aber noch einen Master drauf. Und jetzt auf die Idee zu kommen, eventuell zu promovieren, das ist für mich die Heinrich-Böll-Stiftung. Also da kommt man irgendwie und kriegt 3000 Schlüssel für noch mehr Türen.